Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter, willkommen zurück zum Deep Talk und diesmal fürs Update 088 und wie ihr das gewohnt seid, bin ich nicht alleine, der Uwe ist wieder mit dabei, hallo! Hallo zusammen und gemeinsam wollen wir als allererstes mal Happy Birthday sagen, weil darum geht's auch in diesem Update, das große Jubiläum, 4 Jahre Wargaming, 4 Jahre World of Warships, so rum muss es heißen. Ja. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday, Wargaming und World of Warships in erster Linie. Und ja, World of Warships hat wieder eine ganze Menge ausgepackt und für uns vorbereitet, war ja auf dem Testserver schon teilweise zu sehen. Wir hatten das ein oder andere Video, also zumindest ein großes Video für euch schon fertig gemacht mit den ganzen Infos darüber. Aber wir wollen mal von vorne anfangen. Ja, das Update kommt dann morgen, den 17. September von 7 bis 10 Uhr, ist 2,9 GB groß. In der Zeit könnt ihr natürlich nicht zocken und müsst euch mit dem runterladen oder, wenn ihr schon pre-geloadet habt, noch mit der Installation beschäftigen. Da gibt es noch so einen kleinen Datenfutzel am Ende. Ja, und dann gibt es eine ganze Menge neue Sachen, also nur einen neuen Rabattcoupon und all so eine ganze Geschichten kommen dann ja ins Spiel. Aber das gehen wir jetzt ja sowieso peu à peu durch. Ihr kennt den Deep Talk, das ist kein 10-Minuten-Video, sondern eben ein bisschen mehr und wir wollen es auf Detail hier ein bisschen bringen. Also, wird einen neuen Hafen geben, davon seht ihr hier schon die Bilder und es gibt einen Siegbonus. Das ist eine coole Sache, weil ihr nämlich Supercontainer geschenkt bekommt. Und umso länger ihr dabei seid, umso höher eure Schiffe sind, die ihr im Spiel habt, desto höher ist eure Belohnung. Und diesmal unabhängig davon, ob ihr Premium oder Forschungsschiffe habt. Für jedes T10-Schiff bekommt ihr einen Supercontainer mit den Inhalten, die so bekannt sind. Da könnte im besten Fall eine Belfast, eine Missouri drin sein und also eine ganze schöne Geschichten. Oder eben halt ein großes Paket an Flaggen oder sowas. Bei T9, T8 gibt es hier eben diese Jubiläumscontainer, ja, für ein T9 Schiff 2, für ein T8 Schiff 1 und ihr müsst immer nur gewinnen, das heißt, ihr fahrt einfach ein Koop-Gefecht und fertig, also einfach eure ganzen Schiffe durchfahren, ich glaube, das sind bei mir inzwischen 160, wie viel sind es bei dir, Uwe? 155. Aber das heißt 155 Koop-Gefecht. Ja, mehr oder minder, weil man will natürlich auch die Tarnungen, die es dann gibt, auch noch mitnehmen, weil die haben ja auch keine schlechten Werte. Genau, also das ist hier auch nochmal 7 bis Tierstufe 2, gibt es dann verschiedene Anzahl von Tarnungen. Ist hier nochmal nett aufgelistet und diese Sachen können in den Geschenkcontainer hier drin sein, eben besondere Signalflaggen, jeweils 5 Stück, also hier Hydra, Wavern, das sind die ganzen ganz besonderen Dinger mit 50% mehr Credits und 777% Free XP bei der Ouroboros, also ein Kram, also richtig geil, davon kann man gar nicht genug haben, wenn man levelt. Ja, dann geht's weiter. Und zwar hier mit der World of Warships Jubiläumstarnung, die dann hier die Standardwerte bei der Erkennbarkeit und Streuung der Granaten hat und dann 100% EP je Gefecht sowie 100% Free XP auf dem Dampfer. Eine ganz wichtige Sache ist, dass ihr Spieler ja vielleicht schon beim Forschungsbüro aktiv wart und Bäume resettet habt. Und jetzt würdet ihr euch ja quasi betrogen fühlen, berechtigterweise, aber da hat Wargaming was dagegen gemacht. Und ihr werdet, wenn ihr eure Bäume vor Update 088 resettet habt, also mit dem Forschungsbaum, mit dem Forschungsbüro Release in Update 087, dann werdet ihr automatisch alle Belohnungen schon einmal erhalten, egal ob ihr dieses Schiff gefahren seid. Und wenn ihr dann diesen Baum während des Updates 088 wieder hochfahrt, bekommt ihr die Belohnung nochmal, also ihr bekommt sie zweimal. In diesem Fall. Ja, für die T5 bis T10 Schiffe bekommt ihr die Belohnung. Also lohnt sich ja fast noch so kurz vorm Ende noch schnell zu resetten, wer das möchte, aber na gut. Genau. Auf jeden Fall, ihr verpasst nichts, selbst wenn ihr jetzt resettet habt, ihr kriegt dann trotzdem alles, was es da gibt. Genau. Es gibt ab. Dann gibt es doch eine Sache. Jetzt fahre ich dir ins Wort, aber ja, Rabatte und Bonis. Ah, da wollte ich nämlich erst ganz kurz noch drauf eingehen. Ja. Es wird nämlich zusätzlich dazu noch jede Menge Gimmicks, nämlich von Dienstag, dem 17. bis Dienstag, dem 24. September, kriegt ihr für jedes Gefecht, was ihr gewinnt, also nicht für jedes, sondern für das erste Gefecht des Tages, was ihr gewinnt, einen 200% EP-Bonus. Ihr könnt Credits und Dublonen besser umtauschen, also für eine Dublone gibt es 2000 Credits, für eine Dublone gibt es 35 Free XP, die ihr dann umwandeln könnt, statt 25. Ja, die Kosten bei Verbrauchsmaterialien sind 60% reduziert. Und im äußeren Bereich die Tarnung, Signale sind 60% reduziert. Und es gibt noch 3 einfache Aufgaben. 4000 Schaden an Schiffen, 4 Schiffe versenken und 4000 Basis-XP farmen. Das gibt einmal eine Signalflagge, also eine so eine ganz normale Flagge. Dann gibt es einmal hier 1 Million Creditpunkte und einen Tag Premium-Spielzeit. Und das ist das, was Wargaming in der nächsten Woche und in der nächsten Zeit für euch
in Sachen Siegbonus parat hat. Ich sitze jetzt mal wieder zurück hier und jetzt kann der Uwe etwas zu seinen Direktiven erzählen, wo er eh schon loslegen wollte. Die sind aber auch wirklich erwähnenswert. Ich komm mir hier gerade vor wie in einer Verkaufsshow. Und wenn Sie jetzt bestellen und wenn Sie gleich kaufen, dann gibt es auch noch Direktiven. Und zwar, die haben es diesmal auch wirklich in sich. Es gibt 4 Direktiven mit 11 Aufträgen, wie immer. Die müsst ihr nacheinander ausführen. Und es gibt für jede fertige Direktive, für die ersten 3, gibt es Supercontainer. Insgesamt könnt ihr aber natürlich auch Kohle und andere Sachen, insgesamt 20 Geschenkcontainer rausholen. Und wenn ihr die vierte Direktive fertig habt, kriegt ihr ein zufällig ausgewähltes T6 Premium Schiff geschenkt. Das genau. Wird hier auch aufgelistet, da könnt ihr sehen, alles was ihr habt. Wenn ihr die Schiffe schon habt, kriegt ihr ein anderes. Wenn ihr alle Schiffe davon habt, und das ist auch nicht ganz uninteressant, weil das haben durchaus auch viele, dann gibt es dafür Dublonen. Und zwar Dublonen, wie der Preis des Schiffes normalerweise gewesen wäre. Also ihr könnt auf jeden Fall eigentlich nur gewinnen, wenn ihr die Direktiven macht. Mhm, genau, und vor allen Dingen ist ja nicht nur das Schiff, sondern auch ein Kapitän mit 10 Fertigkeitspunkten, der noch dazu genau. kommt. Und ein Liegeplatz im Hafen, und wenn ihr für den Kapitän keinen Platz habt im Reserve, dann erhaltet ihr ihn auch noch kostenlos. Also das ist schon richtig gut. Aber es geht noch weiter. Ihr kennt das aus den vergangenen Direktiven. Es gibt hinterher, wenn ihr damit durch seid, die Ruhmeshalle. Ja, da gab es immer ein paar Fähnchen, hat man mal gemacht. Aber dieses Mal lohnt sich's da richtig aktiv dabei zu sein und mitzumachen. Das heißt, die mindestens einen Punkt verdient haben, die Spieler bekommen 4 Tarnung. Wer unter die besten 25-50% bekommt, kriegt nochmal einen Geschenkcontainer. Das geht dann hoch bis zu den besten 5%. Und wer unter den besten 5% der Spieler ist, der kriegt sogar nochmal einen Supercontainer. Also die hauen diesmal richtig, richtig, richtig heftig was raus, muss ich sagen. Mhm. Und das ist noch nicht alles. Es geht gleich weiter mit den Geschenken. So ist es. Aber eine Sache möchte ich noch mit darauf hinweisen. Die Direktivengeschichte ist erst für Spieler zugänglich, die mindestens 70 Gefechte gefahren sind. Das ist immer nochmal so ein Punkt. Wir haben immer wieder neue Zuschauer bei uns, die auch neu bei World of Warships sind und diese Sachen hier gar nicht sehen. Ihr müsst 70 Gefechte gefahren sein, egal ob Koop oder Zufall. Und dann könnt ihr bei diesen Sachen hier mitmachen. Gut, und dann geht es eigentlich weiter mit der täglichen Lieferung. Und da bin ich dieses Mal auch ein bisschen von betroffen, da ich das vielleicht gar nicht ganz schaffe. Also ihr könnt euch wieder dann einloggen oder wenn ihr euch regelmäßig einloggt, so muss man ja sagen, erhaltet ihr hier wieder Geschenke, hier Tarnung, Credits, Premium-Spielzeit, diese Jubiläumscontainer, Dublonen, also das ist ja quasi schon das Übliche. Ich muss mal gucken, wie ich das bewerkstellige, ob ich irgendwie mich von extern mal einlogge mit einem Laptop oder irgendwie so, nur einloggen und wieder rausgehen, irgendwie sowas. Aber das ist auch immer noch nicht alles, denn es gibt noch weitere Geschenke und Überraschungen. Ihr habt das bei uns im Video schon gesehen, ich habe jetzt vor kurzem eins Release gehabt, wo ich auf das Grafik- und Audiosystem eingegangen bin. Da haben sie extrem viel geändert auf den Karten Ozean, Großes Rennen, Norden, Verwerfungslinie, Polar und Inseln. Das sind teilweise auch Karten, die auf dem Low-Tier-Bereich unterwegs sind oder nur da genutzt werden. Kommt jetzt eben die moderne HDR-Technologie zum Einsatz und ganz wichtig, einer meiner absoluten Favorites, da seht ihr auch immer die Schiffseinweisung draus, die Philippinen. Ja, da gibt es ja auch diese Schattenwerfung der Wolken auf dem Wasser und auf dem Schiff und dem ganz umgegenden Gelände. Dann seht ihr jetzt hier auch mal den Unterschied. Ozean, Standard, Ozean neu. Das ist richtig impressive. Das ist ein geiles Bild, aber real im Spiel sieht das noch geiler aus. Ist natürlich schön, dass sie jetzt was Optisches machen. Ich bin auch wirklich begeistert, aber man muss auch sagen, es gibt doch so ein paar Probleme im Spiel, wie zum Beispiel diese Hafengeschichten, dass die immer noch haken teilweise, dass da Lags gibt. Die See sieht ihr jedes Mal, wenn bei uns im Livestream und so weiter. Und da müssten sie noch, da sollten sie jetzt vielleicht mal den Augenmerk mehr drauf legen, noch anstatt diese Sachen zu machen. Ich bin dankbar dafür, ja, aber ja, so langsam könnten wirklich die Lags mal verschwinden. Da machen sie eigentlich die ganze Zeit schon immer im Hintergrund. Aber gut, dann gibt es natürlich noch... Ja? Die Waffenkammer ist ganz extrem, ne? Wenn man die lädt, da beschweren sich die meisten Leute drüber, das dauert ewig, bis das dann mal kommt. Da sollten sie wirklich dringend was an der Performance tun. Das wäre ein schönes Geschenk, muss man ganz ehrlich sagen. Also zusätzlich nochmal ein schönes Geschenk. Dann geht's weiter. Nicht nur Grafik wird überarbeitet, sondern auch Sound. Und da werden die Prioritäten jetzt neu sortiert. Es kommt jetzt darauf an, wie viel Geschütze von welchem Kaliber ihr habt. Daran orientiert sich der Sound jetzt. Er ist jetzt nicht mehr fest programmiert für ein Schiff und doppelt sich vielleicht. Dann ist jetzt wirklich nahezu bei jedem Schiff unterschiedlich wahrzunehmen, wie die Geschütze sich anhören. Auch der Motorensound ist von den Fahrstufen her unterschiedlich deutlich zu hören. Also eine Sache. Also die haben wirklich viele Sachen verändert, muss man ganz ehrlich sagen.
Und dann kommen wir zu den nächsten Aktionen in World of Warships. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Geschenke sind, aber ja, auch das hat Wargaming jetzt für dieses Update parat. Gucken wir uns mal die gewerteten Sachen an hier. Genau, die gewerteten Gefechte kommen, die hatten wir ja eigentlich gerade erst, wird der eine oder andere sagen. Dieses Mal sind es mal wieder zwei Speed-Ranks, die es geben wird. Die gehen los am 17. September und gehen bis zum 29. September. Zwei Seasons, einmal Season 8 und Season 9. Die sind einmal bei der Season 8, die morgen losgeht, ist es das Format 6 gegen 6 auf T7. Und ihr seht schon, was ihr dort verdienen könnt. Kohle könnt ihr verdienen, Credits könnt ihr verdienen. Gesamtzahl der Ränge sind insgesamt 10. Und dann schließt sich quasi zwei Tage später, nachdem es aufgehört hat, oder drei Tage später, schließt sich die Season 9 an. Die beginnt dann am 2. Oktober bis zum 14. Dort ist es das Format 7 gegen 7 und auf Stufe 8. Und da habt ihr einen Flugzeugträger pro Team, aber nur einen. Und das Ganze spielt sich wie immer auch auf verschiedenen Karten ab. Das könnt ihr dann nochmal genau nachlesen. Also gleich zwei Seasons wieder hintereinander. Also wir kommen aus den Gewerteten sozusagen gar nicht mehr raus. Aber ich meine, wer Platz 1 erreicht, 10.000 Kohle, da sind wir doch mal ehrlich, das nehmen wir doch alle gerne mal mit. Genau, vor allen Dingen, wenn man die Inhalte, die jetzt in der nahen Zukunft, dann, die wir gleich noch erwähnen sozusagen, und in der nahen Zukunft dazukommen werden, da ist Kohle dann wieder eine ganz besonders begehrte Ressource. Und dann geht es unten noch weiter. Genau. Wir haben ja nicht nur Gewertete, sondern wir haben ja auch Clan Wars gerade erst aktuell beendet. Und jetzt kommt die Klankerlerei. Erinnert ihr euch? Das gab es schon mal. Das findet an zwei Tagen statt. Jetzt kommt die dritte und die vierte Klankerlerei. Und, oder jetzt sagen wir mal eher aber, ist ein bisschen anders. Ist ein bisschen anders, weil findet nur mit drei Leuten statt. Ernsthaft, ist kein Witz. Das Format 3 gegen 3. Ein Zerstörer, ein Kreuzer, ein Schlachtschiff. Das Ganze dauert 5 Minuten und ist in der dritten Clan-Kalerei auf T7. Ihr könnt jede Menge Creditpunkte, Kapitäns-EP und auch Kohle. Es gibt keinen Stahl dort. Und das Ganze ist auch auf verschiedenen Karten angesiedelt. Das gibt es am 21. September, am 5. Oktober, also 21. September, quasi schon in 3, 4, 5 Tagen. Achtet mal drauf. Am 5. Oktober gibt es das Ganze dann nochmal, 3 gegen 3, wieder 15 Minuten, dort aber T10 Schiffe. Und da gibt es als Belohnung dann auch Stahl, wenn auch jetzt nicht gerade viel, 350 Stahl kann man dort erringen. Aber kurze Frage, also ich bin der Meinung, 3 gegen 3, das hat mit Clan Wars oder sowas eigentlich nicht mehr wirklich viel zu tun, zumal ich es halt für die Clans auch recht schwierig finde, weil sie müssen halt gucken, fährt jetzt einer, der reinklicken kann, die ganze Zeit mit oder bestimmen sie jetzt viele Leute und wie wird das, was ist deine Meinung? Ja, also für mich ist das eher eine Divisionskeilerei. Ja. Ich vermute, dadurch, dass sie als Clan-Keilerei betiteln, wird sicherlich ein Offizier notwendig sein, der dann reinklicken kann. Das gilt es dann zu organisieren, muss man ganz ehrlich sagen. 3 gegen 3, ja, also man muss noch sagen, die Karten werden deutlich kleiner. Ne? Es sind nur Ausschnitte von Karten. Ne? Also hier Warriors Pass, das geht dann teilweise nur um einen einzigen Cap herum. Oder hier habe ich jetzt gerade Two Brothers offen, wo die Epizentrum-Modus gespielt wird. Und da ist das Epizentrum eben deutlich vergrößert worden, zum Beispiel. Also eine Sachen, also, boah, ich weiß nicht, ob ich da so richtig begeistert von bin. Ich glaube eh nicht, dass ich daran teilnehmen kann, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich zu dem Zeitpunkt was anderes mache. Nämlich, wenn das hier am 21. September ausgetragen wird, ist halt ich ein Samstag, dann bin ich zu dem Zeitpunkt eh in einem Livestream. Nämlich mit euch da draußen. Genau so ist es. Man sollte noch erwähnen, der Fairness halber, natürlich die ersten Platzierungen, also die besten Clans, kriegen dann natürlich noch entsprechend Kohle für ihre Schatzkammer, aber das ist ja auch nichts Neues. Gut, aber es geht noch weiter. Wir haben noch etliches auf dem Programm und damit kommen wir schon zu Karten- und Spielmodi. Eins möchte ich nur ganz kurz korrigieren. Die dritte Keilerei, Clan-Keilerei, da ist die Gefechtsdauer auch 15 Minuten. Da kamen nämlich eben gerade nur 5 raus, glaube ich, bei dir. Ich habe nur 5 gehört. Okay. Deswegen 15, aber vielleicht habe ich mich da verschluckt. Also deswegen beides mal 15. Genau. Ich wollte es einfach nur korrigieren, damit wir nachher nicht noch drunter schreiben müssen. Besser nicht. Genau. Also, Karten- und Spielmodi. Der Epizentrum-Modus wird nämlich verändert. Ihr wisst ja, dass das inzwischen nicht mehr so, also schon neu eingeführt wurde, dass man alle Ringe
untereinander einzeln cappen kann. Und in der Vergangenheit war es so, dass die Ringe jeweils einzeln unterschiedlich viele Punkte gaben. Also wenn man die Mitte gehalten hat, hat man mehr Punkte bekommen und umso weiter außen, desto weniger Punkte. Und jetzt wird das aus Balancing-Gründen wahrscheinlich verändert. Und zwar, dass jeder Ring, wenn ich das richtig verstehe, alle 5 Sekunden 5 Punkte gibt. Egal, ob man außen, Mitte oder innen hält, also kann man im besten Fall 15 Punkte pro 5 Sekunden bekommen. Ja, so verstehe ich das zumindest. Auf der Karte Eisinseln wird der Epizentrum-Modus verändert, da wird der Durchmesser größer und es wird ein alternatives Epizentrum-Szenario ohne Sturm geben. Das freut dich, Uwe, weil du so ein bisschen immer genervt warst von diesem Sturm. Ich persönlich fand ihn immer richtig cool. Ich finde ihn auf die Dauer dann doch recht anstrengend und auch manchmal nicht spaßig. Aber gut, ist ja schön, wenn es daher sowas jetzt auch gibt. Okay, dann geht's weiter mit der Waffenkammer, denn da gibt's Veränderungen. Und jetzt müsst ihr ganz genau zuhören. Es gibt einen neuen Rabattcoupon, aber nicht für die normalen Schiffe, die wir jetzt schon rabattieren konnten, also mit Kohle oder mit Stahl, sondern nur für Premium-Schiffe, die ihr für Dublonen in der Waffenkammer kauft. Ausschließlich. Ja, also ihr könnt jetzt zweimal rabattieren, aber einmal nur für Kohle- und Stahlschiffe und einmal nur für Premium-Schiffe, die ihr für Dublonen bekommt. Ne? Und der Coupon kommt jetzt dazu für Kategorie Premium-Schiffe. Steht da auch in dem Foto, könnt ihr halt gut sehen. Ne? Also ganz, ganz wichtig, dass er das differenziert in Zukunft und da unterscheidet. Ja, das ist das und es gibt dann neue Schiffe in der Waffenkammer. Genau. Einmal, ja, hier die Republikmarken werden umgewandelt aus der Waffenkammer. Ja. Also das ist, glaube ich, nichts Neues mehr, dass die mit den Updates dann rausgehen. 12.000 Creditpunkte für Republikmarken und es kommt der Thunderer ins Game. Und da gibt es eine Freude, aber auch eine Träne. Also mindestens eine Träne. Es hat ein Geschmäckle, dieses Schiff. Genau. Die Thunderer, ihr seht es, ist ein britisches Schlachtschiff. Sieht aus wie ein Conqueror, ist am Ende auch ähnlich, nur ein bisschen anders. Wir haben hier 457 mm Kanonen verbaut. Das sind die großen Geschütze der Conqueror, wie sie jetzt noch im Spiel sind. Es wird die erhöhte Zitadelle bei dem Ding geben. Das Schiff wird keinen Super-Heal haben. Eine sehr niedrige Ruderstellzeit, also sehr wendig sein. Eine sehr niedrige Tarnung haben und recht präzise schießen. Aber jetzt kommt der Haken bei der ganzen Geschichte. Zum einen müsst ihr 252.000 Kohle aufwenden, um dieses Schiff zu bekommen. Und zum nächsten verschwinden die 457 mm Geschütze von der Conqueror. Und dazu sagt Wargaming, ich möchte gerne zitieren. Ja? Anstatt das Gleiche mit den 457 mm Geschützen zu machen, haben wir uns entschieden, sie auf der Thunderer zu installieren, wo diese großkalibrigen Geschütze bei der Ausgestaltung des besonderen Gameplays dieses Schiffs eine wichtige Rolle spielen werden. Aus diesem Grund werden wir die 457 mm Geschütze nicht mehr für die Conqueror zur Verfügung stellen, sinngemäß. Wenn ihr diese Geschütze bereits erforscht habt, erhaltet ihr 35.000 Free XP. Wenn ihr sie bereits gekauft habt, erhaltet ihr zusätzlich nochmal 2.500.000 Creditpunkte. Wenn ihr diese Geschütze auf einem Schlachtschiff installiert hattet, werden diese durch 419 mm Geschütze ersetzt, auch wenn ihr sie nicht in eurem Inventar habt. Heißt einfach und allein, das Schiff, Conqueror, Forschungsschiff, wird am Ende einer Option beraubt. Man könnte sagen, es ist ein Nerf. Für diejenigen, die 457 mm benutzen, ist es ein Nerf. Ja. Es ist ein Nerf und es ist gleichzeitig, und deshalb sagte ich vorhin, es hat ein Geschmäckle, es ist gleichzeitig die Option, bitte kauft euch doch mal dieses Premium-Schiff gegen Kohle, weil da, wer die großen Geschütze mag, da findet ihr es halt nur noch drauf. Ich weiß nicht wirklich, ob das ein Weg ist, den ich gut finde. Klar, wir haben die Thunderer alle schon erlebt. Als Testschiff ist sie uns schon begegnet und teilweise hat man sich gewundert, hat gesagt, naja gut, muss das Schiff eigentlich sein, weil die Conqueror ist das bessere Schiff mit dem Heal. Genau. Das haben sie halt aufgewertet, aber zu Kosten der Conqueror. Und klar, es ist ein Forschungsschiff, können sie alles verändern, alles machen, wie sie wollen, aber ich finde, es hat ein Geschmäckle und ich finde es ehrlich gesagt nicht gut. Es hat ein Geschmäckle, vor allen Dingen, weil die Thunderer kein Super-Heal hat. Die hat einen Standard-Heal, wie jedes andere Schiff auch. Also, es ist zwar sehr präzise, wie gesagt, aber ja, am Ende ist die Thunderer ein Conqueror mit dem legendären Modul ohne Super-Heal. Genau. Und den großen Geschützen. Ja, und dann erinnern wir uns einmal mal zurück, das gab es schon mal in der Vergangenheit.
Da wurden nämlich die Alsas genervt, mit der Genauigkeit zum Beispiel und so eine ganzen Geschichten. Nur damit man später halt die Bourgogne, also was heißt nur, aber es kam bei vielen Spielern so an, damit eben die Bourgogne ins Spiel kommen kann und jetzt ja für 30.000 Stahl in der Waffenkammer verfügbar ist. Also eine zweite Version der Alsas sozusagen. Ja, ja. Und genau das wird es hier auch, nur dass es diesmal halt um Kohle geht und nicht gerade wenig Kohle. 252.000 ist schon nicht gerade wenig. Aber gut, das muss letztendlich jeder für sich entscheiden. Und die, die gerne mit dem Conqueror fahren, die werden halt jetzt mit den kleineren Geschützen leben müssen. Viele fahren auch nur die kleineren, die stört das gar nicht, aber man sollte es halt wissen. Genau. Aber dann, es gibt noch ein Schiff. Dann kommt die Ohio. Die Ohio, das neue T-10-Schiff, quasi der größere Bruder oder die größere Schwester. Bei Schiffen redet man ja eigentlich immer von Frauen oder von Frauennamen. Ja, also die größere Schwester kommt ins Spiel. Die Ohio, ein Geschütz mehr als die Georgia hat. Dafür fehlt ihr aber der Motorboost zum Beispiel. Ja, also das war so ein paar spezielle Sachen sind da nicht mitgegangen. Also die Sekundärreichweite ist schön und ja, die Geschütze 457 mm erinnert schon sehr, sehr viel an die Georgia, aber eben der Motorboost zum Beispiel fehlt. Ne? Muss man ganz klar sagen. Der Torpedoschadenverringerungswert ist recht cool. Das konnte man auch in den ein oder anderen Videos sehen. Ja, und das kostet jetzt dann 62.000 Forschungspunkte. Wenn ihr da ordentlich schon aktiv wart und jetzt vielleicht sogar den doppelten Bonus noch oben mit den Containern bekommt und so weiter, ja, ich denke mal, die wird man jetzt demnächst dann häufiger sehen. Viele von euch werden darauf sicherlich gespart haben oder hingearbeitet haben, ne? Genau, man sieht ja auch schon die Colbert recht häufiger jetzt im Spiel, auch wenn sie meistens schnell weg ist, weil sie halt nichts aushält. Aber gut, auch die Ohio werden wir sehen und vielleicht ist der eine oder andere, wenn er sie denn mal im Spiel sieht, vielleicht ja auch davon überzeugt, dass er dann doch sein Forschungsbüro mal nutzen möchte. Wer weiß. Ja, Ohio wäre aktuell das einzige Schiff, wofür ich das machen würde. Richtig. Kolbe interessiert mich nicht so stark. Ich habe aber auch die Smolensk. Genau. Okay. So, es gibt Premium-Schiffe für Dublonen in der Waffenkammer, das wisst ihr ja. Und da haben sie jetzt einige dazu gepackt. Und wie du vorhin schon freudig feststelltest, gibt es unter anderem die Irian jetzt gegen Dublonen, aber auch so etwas wie Laso Le Terrible, Vanguard, ja, kann man auch haben, oder die Lenin. Also, das Angebot an Dublonenschiffen, wo dann wieder dieser Rabattcoupon, ihr erinnert euch vorhin, ne, vielleicht zum Einsatz käme, das ist ein bisschen vergrößert worden. Finde ich interessant, dass die Vanguard 13,3 kostet, die Massachusetts 13,0 und die Lenin 11,3, also 2000 Dublonen weniger. Ja. Irgendwie passt das nicht so ins Schema. Nein, das passt nicht wirklich, aber wir wollen uns mal nicht beschweren. Genau, lieber günstiger als teurer, ne? Genau. Und die Monsterwelle, nein, leider ist sie nicht wieder da, aber zumindest schon mal so ein wenig was davon. Und zwar gibt es wieder mal Captains für die Monsterwelle, die speziellen Captains mit den 10 Fähigkeitspunkten und Spezialisierung für erforschbare T10-Zerstörer. Die wird es also jetzt geben und dazu gibt es dann auch die Tarnungen, die ihr schon kennt. Neu dabei ist allerdings die Tarnung für die Kleber, die ja dann auch, da kommen wir gleich noch zu, auch ab morgen sozusagen verfügbar bzw. erforschbar sein wird. Mhm. Und so wie ich das sehe, sind die Tarnung und die Kapitäne nur bis zum Update von 8.10 erhältlich überhaupt. Also das ist ein begrenztes Angebot in der Waffenkammer. Ja, das begrenzt das Angebot und das schürt auch so ein bisschen die Vermutungen, dass sie die Waffenkammer nicht überfrachten wollen, ein bisschen aufräumen wollen und dass dann vielleicht eine nächste Saison der Monsterwelle uns nicht erst im nächsten Jahr, sondern vielleicht sogar noch vor Ende diesen Jahres ins Haus steht. Man hört was munkeln, wir werden es sehen und wir werden es natürlich dann auch, wenn es soweit ist, berichten. Genau. Dann gibt es noch neue Sammlungscontainer, oder was heißt neue? Es sind alte, aber genau. Es gibt ja viele Leute, die erst später eingestiegen sind oder vielleicht aus Gesundheits-, Urlaubs-, sonst welchen Gründen ihre Sammlungen teilweise nicht vollständig werden lassen konnten. Und die freuen sich, weil die haben jetzt die Möglichkeit, gegen Kohle einzelne Container zu den verschiedenen Sammlungen zu kaufen und können so ihre Sammlung und auch die Boni, manchmal gab es ja tolle Kapitäne da drin, oder Tarnungen oder ähnliche Sachen. Insofern kann man das jetzt dann halt auch über die Waffenkammer entsprechend nachordern sozusagen. So ist es. Also 1000 Kohle kann man da oder sollte man da investieren, wenn man die Sammlung noch nicht vollständig hat. Und da gibt es dann halt so ein paar nette Sachen drin. Also
Ja, sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Zwei Elemente der Sammlung, Signalflaggen können da drin sein. Also da, wenn ihr da Interesse habt, dann geht da ganz genau darauf. Ich werde den Artikel natürlich unten im Video in der Beschreibung verlinken, dann könnt ihr da nämlich genau nachgucken. So, und dann gibt es Veränderungen bei der Game Balance. Und da möchte ich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Der französische Zerstörer Jepard, das ist, was war denn das jetzt? Tierstufe 6, genau. Ja, da wird die Version des Motorboosts geändert. Der war zu schnell sozusagen. Der wurde zu häufig geblitzt und deswegen gibt es da jetzt eine neue Version von. Der Motorboost hat jetzt eine Ladezeit von 3 Minuten als auf der Standardversion und 2 Minuten auf der Premiumversion. Nee, gar nicht wahr. Ja, doch, genau. Es waren 120 und 90 Sekunden, es werden jetzt 180 und 120 Sekunden, also 3 Minuten und 2 Minuten. Die Wirkungsdauer wurde auch verkürzt von 3 Minuten runter auf 2 Minuten, weil da kann man ja noch mit diesem besonderen Modul, was man dann in der Waffenkammer immer kaufen kann, die Motorbooster wieder verlängern. Also da gab es wohl irgendwelche Probleme mit einer unlogischen Entwicklung des Verbrauchsmaterials Motorboost, so als ob man den dann quasi dauerhaft verwendet hat oder irgendwie so lese ich das da raus. Ich persönlich habe es nicht festgestellt. Auch nicht, aber was mir bei der Gelegenheit auffällt, wir warten ja eigentlich schon die ganze Zeit darauf, dass die Verbrauchsmaterialien von Premium und Normal endlich zusammengelegt werden. Angekündigt wurde das ja schon vor einer ganzen Weile, aber auch in diesem Update wird es offenbar nicht kommen, sondern wir werden weiter darauf warten müssen. Es gibt jetzt ehrlich gesagt sogar schon ganz neue Sachen. Es wird wahrscheinlich doch nicht passieren, weil es nämlich in Verbindung mit dem Forschungsbüro angekündigt wurde. Das wurde ja dann mehrfach umgebaut und deshalb hat man jetzt davon abgesehen, Premium und Standardmodule voneinander zusammenzulegen, sondern man wird sie weiterhin so, wie sie jetzt sind, getrennt lassen. Bin ich persönlich auch sehr schade, weil der Wortlaut damals von Wargaming war, es benutzen zu wenig Spieler auf T10 Premium-Verbrauchsmaterialien und wir wollen es den Spieler einfacher machen. Es war zwar auch in Verbindung mit dem Forschungszentrum so ein bisschen oder Forschungsbüro so ein bisschen erwähnt worden, aber naja, ist ja schade, dass sie dann doch nicht durchgesetzt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das auch die Chancengleichheit für die Spieler, die da vielleicht da gar nicht dran denken oder das nicht so sich bewusst machen, jetzt ja, ist sie dann doch wieder unterschiedlich. Ne? Die Leute, die daran denken, die haben einen Vorteil, muss man ja gewisserweise sagen, kann ja jeder, man muss ja nur reinklicken, aber ja, ja ist halt so, ne? Kann man nicht ändern. Finde ich ein bisschen schade, dass nicht gemacht wurde. Und dann gibt es Änderungen und Ergänzungen von Inhalten. Katzen. Genau. So ist es. Und zwar für die Bismarck, für die Cossack und für die Ark Royal. Es gibt einmal die Katzentarnung, sehen wir jetzt hier. Und dann gibt es eine neue Tarnung der Bismarck oder eine erweiterte Tarnung. Sie gibt es schon so ähnlich, da ist sie nur da am Rumpf lackiert. Jetzt geht es hier auch über die Brücke. Ne? Also ich weiß nicht, ob es eine separate Tarnung sein wird oder ob es die alte Tarnung einfach ersetzen wird. Aber sie soll dann wohl im Spiel ja, integriert werden. Wie genau, ist noch nicht ganz klar. Hier steht, alle Informationen darüber werdet ihr auf dem Webseite. Link auf der Webseite also finden. Demnächst. Es wird nicht ab morgen passieren, es wird demnächst kommen. Im Laufe des Update-Zyklus sozusagen werden sie das irgendwie rausbringen. Und vielleicht erfahren wir dann ja auch ein bisschen was, wie denn die Ark Royal, der T6, CV der Engländer ins Spiel kommen wird. Also es wird ja ein Premium-CV sein. Mhm. Und wie der ins Spiel kommen wird, werden wir vielleicht dann auch erfahren. Ich habe gerade noch einen Gedankengang. Ich habe nämlich heute Morgen Werbung von Wargaming gesehen, dass es am Freitag ein Jubiläumsstream geben wird. Ich weiß die Uhrzeit leider nicht mehr ganz genau. Und das ist auch am Ende bei dem öffentlichen Patchnotes von Wargaming als Werbung dabei. Und da gibt es einen Katzencontainer. Ja, wenn man irgendwie eine gewisse Anzahl an Abonnenten oder so in der Zeit dazu bekommt. Und ich vermute, das wird irgendwas mit den Tarnungen hier zu tun haben. Ist jetzt das einfach mal so in den Raum gestellt. Kann durchaus sein, ja. Was völlig untergegangen ist, heißt völlig untergegangen ja nicht, wir erwähnen es ja, aber was in einem Nebensatz in diesen ganzen Updates hier nur erwähnt wird, ab dem Update 088, also sprich ab morgen, gibt es dann nämlich auch den französischen Zerstörer T9 Mogador und den T10, die Kleber, als erforschbar im Baum frei. Die Mogador konnten sich einige schon über diese Aufträge aus den Containern sichern. Die Kleber war bisher noch nicht erspielbar. Das ändert sich ab morgen. Ab morgen ist der gesamte französische Baum der Zerstörer dann für alle erforschbar. So ist es. Ja, und dann gibt es Schiffe, die aus dem Forschungsbaum entfernt werden und in die Waffenkammer verschoben werden. Und dann gibt es wieder Schiffe, die überhaupt erstmal
in den Forschungsbaum kommen, wo man ihn dann kaufen kann. Also das ist irgendwie total, das hängt nicht zusammen. Das ist nicht, wie nennt sich das, wenn, wie habe ich das vorhin genannt? Also ist es inkonsistent, weil auf der einen Seite haben sie ja gesagt, wir wollen alle Premium- oder alle Dublonschiffe in die Waffenkammer, damit ihr die übersichtlich dort habt und damit der Forschungsbaum nicht mehr so voll wird. Das machen sie auch, sie nehmen die alle oder einen Großteil wieder mal raus, aber gleichzeitig fügen sie in den Forschungsbaum neue Schiffe rein, die man dort für Dublonen kaufen kann. Das ist irgendwie... Weiß ich nicht, warum denn nicht alles gleich bitte in die Waffenkammer? Das wäre doch sinnvoller, ist, oder? Find ich eigentlich auch. Und dann eben so eine Highlight-Seite, wo die Schiffe unterschiedlich empfohlen werden, wenn sie sie schon bewerben wollen. Ja, aber so ist die Veränderung. Gibt es noch natürlich wieder neue Schiffe. Die könnt ihr hier sehen, diese ganzen Puerto Rico und so weiter, was da angekündigt wurde. Die gehen jetzt zu den Kontributoren und Supertester. Ja, und die werdet ihr also häufig in Gefechten sehen. Und dann geht es noch weiter mit Aufnäherflaggen, King of the Seas, Errungenschaften, dann, ja, das sind eben diese Sachen mit diesen verdienstvollen Leistungen für Spieler, die 4 Jahre dabei sind und, ja, wenn ihr 4000 Base XP verdient habt, ist die Flagge, die ich vorhin schon ganz am Anfang mitgezeigt habe. Und wenn ihr bei King of the Seas mitmacht und dann im Turnier teilnehmt und da Sieger erzielt, nämlich 5, 15 oder 30, gibt es unterschiedliche Embleme, Errungenschaften, die ihr jetzt im Spiel bekommen könnt, aber halt nur während King of the Seas und die Errungenschaften, ja, werden wir euch dann mal zeigen. Möglicherweise streamen wir dieses Jahr King of the Seas, ist noch nicht ganz hundertprozentig klar. Genau, nicht vergessen, es gibt eine neue Flagge, kaiserliche Flagge zur See. Wie die aussieht, weiß ich zwar noch nicht und wann sie kommt, wissen wir auch alle noch nicht, weil das erfahren wir dann wie immer auf der Webseite. Also auch das kann sein, dass es im Laufe der nächsten Zeit da wieder einen Belohnungscode dafür gibt oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall kriegen wir dann ein Fleckchen. Ja, und dann haben wir hier noch einen ganzen Haufen allgemeiner Veränderungen. Die Liste kennt ihr ja. Die Liste ist lang. Wir wollen noch auf 2, 3 Sachen eingehen. Zum einen gibt es jetzt ein neues Kontextmenü im Hafenchat. Regelverstoß im Chat melden. Ja, also da kann man dann wahrscheinlich irgendwie nochmal was gegen einen Spieler tun, der ihn da irgendwie belästigt. Nach dem Gefecht wird man ja manchmal angeschrieben. Zumindest der ein oder andere. Ich persönlich wurde bis jetzt nach dem Gefecht ja 1-2 Mal angeschrieben, aber eher positiv. Woran ich mich erinnern kann. Ja, das ist das eine. Dann gibt es die Errungenschaft Flugabwehr-Experte. Die wird verändert, kann jetzt mit allen Schiffen erhalten werden und die bekommt man jetzt für nur noch 35 Flugzeuge beliebigen Typs. Ja, das heißt, die war ja mal eine ganze Zeit raus, diese Errungenschaft, und jetzt reichten 35 Flugzeuge, um diese Errungenschaft zu bekommen. Dafür verschwindet wiederum eine andere Errungenschaft, nämlich Abwickler. Das ist diese Geschichte, wo ihr, ich habe es hier extra nochmal gegoogelt, verursachen sie einen Wassereinbruch auf einem Schiff und zerstören sie es. Der durch Wassereinbruch verursachte Schaden muss 40% der Ausgangs-TP des zerstörten Schiffs übersteigen, kann einmal pro Gefecht verliehen werden. Das war Abwickler, den gibt es jetzt eben dann nicht mehr. Jetzt bin ich wieder im richtigen Reiter. Uwe, hast du noch 1, 2 Sachen? Es gibt da noch einige Silhouetten, die behoben wurden. An einigen Karten wurde kleine Sachen gemacht. Bei der Furutaka haben sie die Schussgenauigkeit der Geschütze vom Rumpf C, war denen von Rumpf A und B unterlegen. Also man hatte Rumpf C erforscht und hatte plötzlich eine schlechtere Schussgenauigkeit. Das haben sie alles verändert. Aber das sind ganz viele Kleinigkeiten, die jetzt nicht groß ins Gewicht fallen. Und die ihr dann halt auch nochmal, wenn es euch interessiert, einzeln auf der Seite nachlesen könnt. Ich denke mal, wir hatten für heute eine ganze Menge, was wir euch angeboten haben. Es war wirklich wie so ein Teleshop, hatte ich das Gefühl. So ungefähr. Ja, aber Wargaming hält uns bei Laune mit halt jede Menge Inhalten und bei uns bekommt ihr eben die ausführlichen Informationen. Da gehen wir immer ganz detailreich drauf ein, deswegen ja auch Deep Talk. Ich würde sagen, wir beenden das Video. Es sind jetzt dann 34 Minuten geworden. Woche, das war informativ für euch und nehmt einiges mit. Wenn ihr dazu Fragen habt, lade ich euch ein oder laden wir euch ein. Gerne in die Kommentare unter dieses Video. Wir werden das dann auch gerne beide beantworten. Und ja, dann sage ich es einfach, lasst uns bitte gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Guckt auch mal in ihr Uwes Kanal vorbei. Und den Link gibt es natürlich auch unten nochmal in der Beschreibung. In dem Sinne... Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im Livestream. Genau. Vorbei. Kommt in unser Discord. Falls ihr mit uns über das neue Update diskutieren wollt, kommt bei uns in den Discord, redet mit uns, schreibt mit uns und bis bald. Genau. So, bis dahin. Ciao, ciao.